für die nette Vorstellung. Ich habe mich auch selber die Einladung gefreut, hier vortragen zu dürfen. Es ist so schön, jetzt in diesem neuen Gebäude zu sein und auch mit den Kolleginnen und Kollegen, die doch an sehr vielen ähnlichen Themen auch arbeiten, wie wir das drüben in der Soziologie im PEC tun, das noch genauer zu vernetzen. Also es ist eine ganz tolle Gelegenheit für mich, das hier auch darzustellen. Mir wurde auch mitgeteilt, dass auch einige Leute aus der Praxis da sind, dass wir nicht nur unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern diskutieren, sondern tatsächlich auch mit Leuten, die das vielleicht vor Ort erfahren, wie das so ist mit dem Bildungssystem. Ich warte jetzt drauf, dass die Folien losgehen. Was ich aber schon mal sagen kann, ist, und das hat die Vorstellung ja auch die Nette auch sehr deutlich gemacht, ich bin keine Bildungsforscherin im engeren Sinne, sondern ich forsche zu sozialer Ungleichheit und sozialem Wandel mit einem Fokus auf Geschlechterverhältnisse. Allerdings bin ich schon seit meiner Doktorandenausbildung immer in Projekten gewesen, in denen Bildungsforschung tatsächlich eine zentrale Rolle gespielt hat und der Bildungsprozess und natürlich auch Bildungserfolge oder auch Misserfolge eine zentrale Determinante sind für Lebensverläufe von Männern und Frauen. Angefangen von der Frage, wie alt werden die, wann sterben sie, wie gesund sind sie, über wie attraktiv werden sie wahrgenommen, über wann können die eine Familie gründen, wenn überhaupt, sind das attraktive Partnerinnen und Partner, spielt Bildung eine ganz zentrale Rolle für soziale Ungleichheit. Und insofern ist das umso schöner, dass ich aus dieser Ungleichheitsperspektive kommend ein bisschen nachdenken durfte jetzt anlässlich dieses Vortrags bezogen auf diese Wechselwirkungen, die bestehen zwischen dem Bildungssystem und das, was in den Lebensverläufen von Männern und Frauen passiert und was da alles im Wandel ist. Und da versuche ich heute in dem Vortrag eben diese Schnittstellen und komplexen Verbindungen auch aufzuzeigen. Wir hatten ja eben schon gehört über das Thema Migration, das wird uns wieder begegnen, Geschlechterdisparitäten in Lebensverläufen werden uns wieder begegnen und eben die Frage, was es für Herausforderungen eigentlich für das Schulsystem und das Bildungssystem hat. So. Ich habe mich jetzt versucht, diesem Vortragsthema nämlich anzunähern über die Frage, was sind eigentlich Ziele von Bildung aus Sicht der Soziologie, aus der ich ja komme. Und das ist ja die Perspektive, aus der ich heute spreche. Und die Ziele sind möglicherweise, werden die von anderen Fachkolleginnen und Kollegen aus angrenzenden Disziplinen auch ein bisschen anders gesehen als in der Soziologie. Aber eines der Themen, die in der Soziologie eine ganz wichtige Rolle spielt, ist die Chancengleichheit, die im Bildungssystem vorhanden sein muss. Und aus einer Soziologie der sozialen Ungleichheitsperspektive ist es unheimlich wichtig, dass diese Chancengleichheit nicht nur ein normativ wichtiger Wert ist, sondern das ist im Grunde genommen ein zentraler Wert, auf dem unser gesellschaftlicher Zusammenhalt fußt, weil die Idee besteht, dass unsere Gesellschaft nur dann gerecht ist und Ungleichheiten, die wir sehen, nur dann gerecht sind, wenn jeder unabhängig davon, welchen Geschlechts, ob welcher sozialen Klasse und ob oder mit oder ohne Migrationsstatus ist, die Chance hat, Bildung in gleichem Umfang zu erwerben und gleichermaßen erfolgreich im Bildungssystem zu sein. Das nennen wir auch das meritokratische Prinzip, auf dem die Ungleichheiten in unserer Gesellschaft in einem hohen Maße aufgebaut sind. Und gerade in den europäischen Gesellschaften ist es so, dass Ungleichheiten in der sozialen Teilhabe ganz stark vermittelt werden über das Erwerbsleben und die Passung zwischen den Bildungserfolgen und dem, was die Leute im Erwerbsleben erwartet später, ist sehr eng. Das heißt, Leute, die es schaffen, sehr erfolgreich im Bildungssystem zu sein, hohe Bildungsabschlüsse zu erzielen mit guten Noten, die haben auch eine statistisch viel höhere Wahrscheinlichkeit, im Erwerbsleben erfolgreich zu sein. Allerdings, wie Sie heute sehen werden oder auch nicht, und auf jeden Fall hören werden, gilt das nicht für alle in der Bevölkerung gleichermaßen, zum Beispiel für Frauen in einem viel geringeren Umfang als für Männer. Aber vor diesem Hintergrund kann ich halt nur betonen, wie wichtig Bildung ist und wie wichtig die Idee der Chancengleichheit ist, der Meritokratie für den gesellschaftlichen Frieden, den gesellschaftlichen Zusammenhalt und auch um überhaupt vermitteln zu können, wie wir unser Zusammenleben in unserer Gesellschaft gestalten, wie wir das verteilen, was wir als Gesellschaft erwirtschaften und warum das teilweise auch ungleich verteilt ist. Wenn wir das nicht mehr vermitteln können und eine Chancengleichheit nicht garantieren können, dann haben wir ein echtes Problem. Noch schlimmer als das hier. Gut. Ein zweites
wichtiges Bildungsziel. Und das ist natürlich eins, das Ihnen vielleicht als Leuten, die sehr nah an der Bildung dran ist, vielleicht als erstes und nicht als zweites in den Kopf kommen werden, ist natürlich das Ziel von Bildung auszubilden und auch zu erziehen. Sie hatten das eben schon angesprochen, dass ein weiteres Ziel, was in der Soziologie gesehen wird, darin besteht, dass das Bildungssystem ein effizientes Lernen ermöglichen soll und dass es aber auch bilden und ausbilden soll, nämlich die heranwachsenden Generationen für ein Miteinander, das auf der einen Seite zur Berufsfähigkeit oder Berufstätigkeit befähigen soll. Das heißt, es sollen Qualifikationen vermittelt werden, die man später auch im Arbeitsleben umsetzen kann. Aber es werden auch eine Reihe anderer Kenntnisse und Werte vermittelt. Unter anderem Fragen der politischen Partizipation. Wie funktioniert unser politisches System? Wie kann man wählen gehen? Lohnt es sich, sich zu engagieren für eine Sache oder hat man gleich verloren? Und wie muss man vorgehen, um sich in der Demokratie Gehör zu verschaffen mit seinen Anliegen? Auch das sind Dinge, die Teil des Bildungssystems sind, zu vermitteln. Und ein weiterer Punkt, der, glaube ich, sehr wichtig ist und auch immer wieder aus dem Blick gerät: Gesellschaften leben zum großen Teil aber nicht nur von Erwerbsarbeit und auch nicht nur von Bildung und dann nicht nur noch von Luft und Liebe, sondern unsere Gesellschaften funktionieren nur deswegen, weil ein ganz großer Teil von Arbeit, der nicht Erwerbsarbeit ist, auch geleistet wird. Und der wird hauptsächlich von ganz bestimmten Gruppen in der Bevölkerung geleistet. Das sind nach wie vor Frauen, ganz speziell Mütter. Und das hat eine Menge Implikationen dafür, wie Familien funktionieren, wie sich Familien restrukturiert haben in den letzten Jahrzehnten. Und das schlägt sich dann nieder, wenn man dann in die Schulen guckt und auch auf die Bildungserfolge, warum wir es nach wie vor in Deutschland mit einer großen Ungleichheit eigentlich in den Bildungserfolgen von Kindern nach sozialer Klasse und sozialer Herkunft zu tun haben. Weil da Verquickungen bestehen, über die ich heute sprechen möchte, die was damit zu tun haben, wie wir als Gesellschaft mit bezahlter und unbezahlter Arbeit umgehen, wer die leistet, wer die wann im Lebensverlauf leistet und was das eigentlich für Familien macht. Dass es nämlich um Chancengleichheit geht, um Ausbildung und Erziehung und dass eine Art und Weise, wie im Moment, wie ich gesehen habe, sehr rege darüber diskutiert wird, wie kann man das alles stemmen, das kann sicherlich kein Bildungssystem allein stemmen, in einer Partnerschaft zwischen Schulen und Familien gesehen wird. Das heißt, wo viel Hoffnung aktuell da reingelegt wird, dass Schulen und Familien ein partnerschaftliches Verhältnis eingehen und eng miteinander kooperieren, um diese Bildungsziele zu ermöglichen. Das ist jetzt ein Beispiel dafür, wie diese Bildungspartnerschaften politisch gerahmt werden. Das Wichtige daran ist, dass das also Partnerschaft wirklich schon gemeint ist im Sinne von Gemeinschaft, Kooperation, Mitsprache und Kommunikation. Adressiert werden da in einem hohen Maße Eltern von Kindern in Bildung und deren Verhältnis zu Institutionen wie der Schule. Allerdings habe ich dieses Konzept in gleicher oder ähnlicher Form auch gesehen, wo es um die frühkindliche Bildung geht. Auch da in frühkindlichen Bildungseinrichtungen, bevor es in die Schule geht, werden diese Konzepte in der einen oder anderen Spielart, das ist jetzt nur ein Beispiel, das besonders schön und rund aussah, das ich Ihnen da mitgebracht habe. Und wichtig ist, falls Sie die Chance haben, das zu sehen, dass in dieser Gemeinschaftlichkeit, Partnerschaftlichkeit, die da versucht wird zu etablieren, natürlich auf der einen Seite große Herausforderungen für Lehrkräfte bestehen, im Grunde in einen permanenten Dialog mit Eltern zu treten und auch Strukturen zu schaffen und dass auf der anderen Seite, aber auf der Seite von Familien, eine Reihe von Anforderungen bestehen, die Familien erfüllen müssen, um diese Partnerschaft wirklich zum Laufen zu kriegen. Da steht unter anderem, alle Eltern fühlen sich als Teil der Schulgemeinschaft wohl und wertgeschätzt und haben gemeinsame Ziele, für die sie sich mitverantwortlich fühlen. Das ist eine Sache. Dann die Leitlinie, dass Eltern und Lehrkräfte gemeinsam und kontinuierlich am Bildungserfolg der Kinder arbeiten, da im Dialog sind. Dann, was den Bereich Kommunikation angeht, dass Eltern und Lehrkräfte in einer ständigen Kommunikation miteinander sind über die Bildungsprozesse und was gut und was schlecht läuft. Und die Mitsprache, dass Eltern ihre Mitspracherechte in der Schule auch aktiv ausfüllen sollen. Und das sind schöne Leitlinien und die möchte ich jetzt heute mit meinem Vortrag in die
Alltagsrealitäten von Familien mal einbetten, weil das, glaube ich, ganz interessant sein kann, diese Idee auf ihre möglichen Schwierigkeiten in der Praxis und vielleicht auch um zu verstehen, warum diese Partnerschaft manchmal auch hinken könnte, besser einordnen zu können. Und das bedeutet natürlich, dass Bildung nicht isoliert stattfindet und die findet auch nicht nur zwischen Eltern in einer Partnerschaft mit Schulen statt, sondern Bildung findet immer in sozialen Kontexten statt. Und wenn man der Autorengruppe Bildungsbericht Glauben schenken darf, sind da vier Bereiche besonders wichtig, zu denen möchte ich Ihnen heute Statistiken zeigen, damit Sie ein bisschen sehen können, wie sich der soziale Wandel in diesen zentralen Bereichen verhält. Das eine ist nämlich die demografische Entwicklung und das bedeutet zum einen, dass wir es mit einem massiven Rückgang der Geburtenrate zu tun haben, was sich natürlich darauf auswirkt, dass das Bildungssystem im Grunde genommen immer weniger Kinder seine Institutionen bringt und auf der anderen Seite aber wir mit Prozessen wie akutem Lehrermangel zu kämpfen haben, Unterrichtsausfall in katastrophalen Umfang. Eine zweite demografische Entwicklung, die heute auch schon angesprochen wurde, die ganz zentral ist und die gerade in der Demografie auch als eine ganz wichtige Chance gesehen wird für unsere überalternde Gesellschaft, besteht in der Zuwanderung. Nämlich daran, dass Menschen aus anderen Ländern und anderen Erdteilen zu uns nach Deutschland kommen und dort ihren Beitrag in der Gesellschaft leisten können. Und die Leute, die kommen, sind in der Regel jung und haben in der Regel auch viele Kinder. Und auch das kann als eine Chance gesehen werden, wenn es denn gelingt, die Leute über das Bildungssystem auch zu integrieren in die Gesellschaft. Und das ist natürlich eine riesige Herausforderung, das in der Praxis umzusetzen, aber eben auch eine Chance. Ein zweiter Bereich, über den ich heute noch reden werde, ist die wirtschaftliche Entwicklung. Allerdings werde ich darüber nur sehr kurz reden. Da sollte man annehmen, dass die Geschichte in Deutschland eine sehr positive ist, nämlich dass die wirtschaftliche Entwicklung gerade vor dem Hintergrund dessen, was unsere europäischen Nachbarländern im Zuge der Finanzkrise und dessen Effekten durchlebt haben, machen Sie ruhig, ich habe keine Angst, zwar absolut eine positive Entwicklung ist, unsere Wirtschaft steht sehr gut da und vielleicht werde ich Ihnen gleich auch noch zeigen können, wie gut, aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen und das ist auch ganz wichtig, um gesellschaftliche Prozesse besser zu verstehen. Dieser Wohlstand ist nicht im ganzen Land gleichermaßen verteilt, sondern es gibt innerhalb von einzelnen Städten, aber vor allen Dingen auch zwischen Regionen und Bundesländern in Deutschland massive Disparitäten, wo dieser Wohlstand tatsächlich vorhanden ist und wo der nicht vorhanden ist. Und das spiegelt sich in sozialen Ungleichheiten zwischen Familie in einem und dem gleichen Klassenzimmer wieder. Das spiegelt sich aber auch natürlich wieder in die Bildungsressourcen, die zur Verfügung stehen, mit dem Anteil, den Bundesländer und Gemeinde selber finanzieren, um Bildung zu organisieren und auch Bildung möglich zu machen. Und insofern ist diese wirtschaftliche Entwicklung und diese anhaltende Disparität, die man ganz kurz als Ost-West- und Süd-Nord-Gefälle charakterisieren kann, natürlich ein massives Thema. Und diese Ungleichheiten, das werde ich Ihnen heute auch auf jeden Fall noch erzählen, haben eine ganz wichtige Rolle dafür, welche Bildungschancen Kinder haben. Kinder, die aus nicht privilegierten Gegenden kommen und vor allen Dingen Kinder, die aus nicht privilegierten Haushalten kommen, haben deutlich schlechtere Bildungschancen als Kinder, die aus privilegierten Haushalten kommen. Und das sind Dinge, die sich nur teilweise 1:1 in Geld übersetzen lassen. Dass aber der Wohlstand und die Teilhabe, die aus diesem Wohlstand erwächst, eine ganze Reihe von Effekten für die frühkindliche und für die Schulbildung von Kindern hat. Und diesen Aspekt, auf den möchte ich auf jeden Fall heute auch noch näher eingehen. Wofür ich eigentlich ausgewiesen bin und was wirklich mein Home-Turf ist, ist der Bereich der Erwerbstätigkeit, der eben auch einen wichtigen Effekt auf das Bildungssystem hat. Natürlich einerseits in der Verklammerung, wir bilden auch aus, damit Leute erfolgreich im Erwerbsleben partizipieren können. Aber gerade mit Blick auf den Punkt, den wir davor hatten, wir haben in Deutschland einen sehr großen Anstieg an atypischer Beschäftigung zu verzeichnen.
Im Gegensatz zu Kolleginnen und Kollegen, die ausrufen, dass wir jetzt alle vor die Hunde gehen und es keine typische Beschäftigung mehr gibt, möchte ich auf den Fakt hinweisen, dass diese atypische Beschäftigung ganz überwiegend von Frauen ausgeübt wird. Und zwar ganz überwiegend, weil die mit jemandem in der Regel verheiratet oder liiert sind, der das eigentliche Geld nach Hause bringt, den Großteil und die finanziell absichert. Und während das für viele Familien zumindest kurzfristig betrachtet eine gute Lösung sein kann, ist das ein massives Problem, sobald Beziehungen zerbrechen. Und auch darüber möchte ich heute sprechen. Ein zweiter Punkt, der auch unmittelbar sich im Klassenzimmer niederschlägt, ist die Frage, was macht denn dieser Anstieg der Erwerbsbeteiligung, den wir speziell bei den Frauen sehen, eigentlich mit der Idee, dass das Bildungssystem, wie wir es jetzt haben, mal mit der Idee geboren wurde, da ist mittags jemand zu Hause, der die Kinder betreut, denen was zu essen gibt, die versorgt. Wir haben zwar, das sieht man auch, einen großen Anstieg natürlich an Vollzeitschulen, an Ganztagesschulprogrammen gesehen, aber der steht in keinem Verhältnis zu der Zeit, die beide Elternteile, so sie denn in einem Haushalt mit den Kindern leben, auch in Erwerbsarbeit verbringen. Und das alles bringt Familien unter Zeitdruck und macht es etwas schwerer, diese Bildungspartnerschaftsideale zu leben, zu denen man sich, glaube ich, normativ sehr schnell bekennen kann und deren Sinn man ganz schnell sieht. Aber was wirklich in einem Alltag von Familien mit Kindern übrig bleibt, das ist das, worüber ich dann heute sprechen will. Und der letzte Punkt, für den ich eben auch eigentlich eher ausgewiesen bin, der letzte Punkt, den auch die Autorengruppe Bildungsbericht als zentrale Kontextbedingung für Bildung sieht, nämlich den Anstieg von Alleinerziehenden und Patchwork-Familien. Und mir ist es wichtig, Ihnen heute ein Bild davon zu vermitteln, dass das eben nicht bedeutet, dass, naja, manche Kinder leben halt dann bei einer alleinerziehenden Mutter und manche haben halt ein Vater, der gar nicht ihr biologischer Vater ist, sondern was das eigentlich passiert, damit es zu diesen Anstiegen von Alleinerziehenden und Patchwork-Familien kommt, ist, dass die Familie, die das Bildungssystem mal im Kopf hatte, nämlich Vater, Mutter verheiratet mit zwei Kindern, dass diese Familien anfangen zu existieren. Da werden die Kinder reingeboren und frühzeitig auch reinsozialisiert, aber diese Familien zerbrechen. Oft in der Entwicklungsphase des Kindes, wo zentralste Bildungserfahrungen und Bildungserwerbsschritte gemacht werden. Das heißt, das ist nicht so, dass 10% der Kinder immer mit Alleinerziehenden leben und 10% der Kinder immer in Patchwork-Familien, sondern dahinter stecken Biografien, in denen sich Familienformen massiv ändern. Und das hat natürlich auch einen Einfluss darauf, wer sich wie um Kinder kümmert, wer welche Ressourcen hat, eine Bildungspartnerschaft mit Schulen einzugehen und wie dieses Zusammenkommen von diesen Bildungszielen, die wir, glaube ich, alle unterschreiben würden, und die Realitäten, die tatsächlich die Kinder selber sehen und auch die Eltern teilweise, mit denen die umgehen müssen, nochmal in ein bisschen anderes Licht rückt. Also ich will Ihnen sozusagen sagen, es ist noch schlimmer, als Sie vielleicht vorher dachten, das zu realisieren. Gut, solange wir hier ein Bild haben, gucken wir mal in die demografische Entwicklung rein, was sich da getan hat. Hier sehen Sie, das ist ein altbekanntes Bild, massiver Rückgang der Geburtenziffern, speziell seit Mitte der 60er Jahre und dann ganz verstärkt seit den 70er Jahren. Sie sehen, dass es in Ostdeutschland nochmal einen Aufwärtstrend gab. Das hatte damit zu tun, dass es politische Anreize dafür gab, möglichst früh Familien zu gründen, weil man nur dann einen eigenen Haushalt gründen konnte und eine Wohnung bekam. Und Sie sehen natürlich auch, wenn man hier diese ostdeutsche Kurve mal angucken, diesen massiven Einbruch von Fertilität direkt nach der Wende. Und das sieht man eigentlich typischerweise, wenn Systeme zusammenbrechen, wie das System der ehemaligen DDR zusammengebrochen ist. Da kriegen Leute keine Kinder, weil die Situation zu unsicher ist. Da verlassen auch bestimmte Partner ihre Partner, um ins Ausland zu gehen, um in den Westen zu gehen, um aus Systemen rauszukommen. Und das sehen wir da. Und das, worüber die Medien gerade berichten, deswegen finde ich das so schön, Ihnen das mal zu zeigen. Hier, das ist dieser kleine Schnörkel. Das ist sozusagen hier das Ende dieses massiven Fertilitätsrückgangs und wo jetzt alle ihre Hoffnungen reinsetzen, jetzt geht alles wieder bergauf. Wie Sie schon so ein bisschen erkennen können, nehme ich mal an, dass das so massiv nicht wieder hochgeht, wie es runtergegangen ist. Aber hier ist unser Hoffnungsschimmer für die demografische Entwicklung. Es tut sich was. Das ist der Zuwanderungseffekt? Das ist teilweise auch der Zuwanderungseffekt, genau. Das sehen Sie auch gleich noch in anderen Grafiken. Die Fertilität habe ich Ihnen
Die Fertilität habe ich Ihnen nicht mitgebracht nach Migrationsstatus, aber Familienform, da sehen Sie das sehr deutlich. Ein zweiter möglicher Kandidat für diesen klitzekleinen Schnönkel sind natürlich die massiven Familienrechtsreformen, die seit 2007 stattgefunden hat. Ich glaube, man kann das gar nicht deutlich genug betonen, auch wenn ich jetzt, wie gesagt, sehr verhalten werde zu sagen, ja, das macht hat jetzt einen massiven Einfluss. Aber Familien sind sehr viel besser befähigt, als sie es noch vor 2007 waren, Kinder in die Welt zu setzen, das mit Erwerbstätigkeit zu kombinieren und auch einen Platz für die frühkindliche Betreuung ihrer Kinder zu finden. Das hängt immer noch weit hinter dem Bedarf hinterher und hängt auch noch weit hinter dem Bedarf hinterher, den es bräuchte, damit Familien ihre notwendigen Erwerbstätigkeiten und das Private besser verbinden könnten. Aber das ist tatsächlich ein massiver Wandlungsprozess, den die Bundesregierung da eingeschlagen hat und den man ganz deutlich auch sieht. Ob der Schnönkel auch dadurch bedingt ist, kann ich Ihnen jetzt kausal nicht sagen, aber ich glaube, so ganz unbeteiligt war der nicht. So, jetzt kommt die wahre Hoffnung für unsere demografische Entwicklung, nämlich die Zuwanderung. Und wie Sie sehen, ist Zuwanderung auch immer wieder ein Phänomen gewesen, das in Wellen auch Schulen betroffen hat. Aber wichtig ist einmal zu sehen, zum Beispiel hier, das war nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Da gab es eine große Zuwanderungswelle, dann hier in den 68er, 70er Jahren. Das war vermutlich die Arbeitsmigration durch Anwerbung von Arbeitskräften in Deutschland. Und was man sehen muss für das Bildungssystem, heißt, dass da kommen immer ganz unterschiedliche Gruppen von Migrantinnen und Migranten mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen, unterschiedlichen sprachlichen Voraussetzungen. Und hier diese Migrationswelle, die wir hier gerade gesehen haben, unlängst, wirklich, wo Leute geflüchtet sind mit massivsten schwierigen traumatischen Erlebnissen auch, viele auch Minderjährige letztendlich den Weg hier alleine in unser Land gefunden haben und auf einmal ganz andere Sprachfähigkeiten zusätzlich auch noch erforderlich waren. Das ist die große Herausforderung, aber auch die große Chance für die demografische Entwicklung. Denn wenn das Bildungssystem das schafft, diese Leute einzufangen und denen die Möglichkeit zu geben, sich in der Gesellschaft zu beteiligen, nach den Regeln, die hier existieren, das heißt, irgendwie einen Einstieg ins Erwerbsleben zu finden, und auch einen Einstieg in das soziale Miteinander, bürgerschaftliche Partizipation zu finden, dann wäre das ein Riesenglücksfall für uns aussterbende, überalternde deutsche Bevölkerung. So, das war der Teil demografische Entwicklung. Zur wirtschaftlichen Entwicklung sagte ich ja schon insgesamt sehr positiv, aber da will ich Ihnen nur ganz kurz zeigen, was Sie hier sehen, ist die Entwicklung des Bruttoinlandproduktes pro Kopf. Ich habe das hier 1996 abgeschnitten und geht hier hoch bis 2019 und Sie sehen, die Balken werden immer länger. Das heißt, das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ist immer noch nicht so hoch, wie die Ökonomen es am liebsten hätten, aber die Entwicklung ist aufwärts und wenn Sie die Grafik nach unten verlängern würden, war das ein ständiger Aufwärtstrend, der auch von Dingen wie der massiven Finanzkrise, die andere europäische Länder wirklich in massivste auch Bruttoinlandsprodukt Krisen gestürzt hat. Davon wurden wir nicht getroffen. Jetzt kommt aber das große Aber. Dazu bringe ich Ihnen zwei Grafiken mit. Das ist jetzt das Bruttoinlandsprodukt pro Bundesland. Und da sehen Sie ein klares Gefälle natürlich zwischen den großen und den kleinen Bundesländern. Das ist klar, weil das keine Prozentzahlen sind. Aber Sie sehen auch schon Anzeichen des Nord-Süd- und West-Ost-Gefälles, das es einfach gibt in der Erwirtschaftung des Bruttoinlandsprodukts. Und wenn man von diesen statistischen Kennzahlen mal weggeht und sich das bezogen auf das verfügbare Haushaltseinkommen anguckt, dann sieht man, wie ungleich das das Einkommensgefälle tatsächlich ist. Das bedeutet nämlich, dass hier in den reichsten Bundesländern, Bayern gehört dazu, wirklich massiv mehr an verfügbarem Haushaltseinkommen zur Verfügung steht, fast 10.000 Euro mehr als in den Ländern, die konjunkturschwach sind, hier im Ostdeutschland vor allen Dingen. Und während das schon mal, glaube ich, ein deutliches Bild dafür spricht, wie unterschiedlich das ist, was in Bildungssysteme überhaupt an Ressourcen reingehen kann auf der Ebene von Bundesländern, wenn man sich zusätzlich eben noch vergegenwärtigt, dass es auch innerhalb von Bundesländern, damit auch innerhalb von Schulen und Schulklassen massive Einkommensdisparitäten gibt, dann versteht man, glaube ich, ein Stückchen besser, warum bis heute die Schulbildungschancen von Kindern so stark nach dem sozioökonomischen Status der Eltern strukturiert sind. Das zeige ich Ihnen gleich auch noch. Also gute Nachricht, eigentlich sind wir total reich, aber wir verteilen das, was da ist, extrem ungleich.
Wenn wir uns den Bereich der Erwerbstätigkeit angucken, in dem sich das natürlich dann auch niederschlägt, erwerbstätige Familien, dann sehen Sie hier zum einen den Einkommensanstieg von Familien relativ zu verschiedenen Familienformen. Wir haben hier einmal Paare mit Kindern, das ist die hellblaue Linie, Alleinerziehende, das ist hier unten die dunkle Linie und die Vergleichsgruppe sind hier die kinderlosen Paare und das ist der Durchschnittswert für die Familien insgesamt. Und die gute Nachricht lautet hier auch wieder, dass verfügbare Nettoeinkommen von Familien, das hier bedarfsgewichtet, so dass eine Familie, die 10 Kinder hat, mehr Nettoeinkommen braucht als eine Familie, die ein Kind hat. Da sehen Sie auch, das ist ein Aufwärtstrend über die Zeit. Das ist keineswegs so, als ob es Familien immer schlechter ginge. Aber was, glaube ich, alarmierend und deutlich sein muss, ist, dass eine Familie, die hier zu den Paaren mit Kindern zählt, ganz schnell in diesen Bereich fällt, wenn diese Paare sich trennen. Und darauf sind wir in Deutschland überhaupt nicht gut vorbereitet, das finanziell abzufedern und das auch sozial gut abzufedern. Und Kinder erleben diese Phasen meistens in den zentralen Entwicklungsphasen, in denen sie ihre Bildung erwerben. Und das sorgt natürlich dafür, dass es diese starken Zusammenhänge gibt zwischen Einkommen der Eltern, sozioökonomischem Status und Bildungserfolgen. Ja, klar. Bedarfsgewichtet bedeutet, dass wenn wir über Familien sprechen, wir entweder über eine Mutter mit einem Kind sprechen können oder über 5 Erwachsene im Haushalt mit 10 Kindern. Und gewichtet wird dadurch, dass man diese Unterschiede rausrechnet, sodass man eine Durchschnittsfamilie hat und deren Verlauf über die Zeit sieht, sodass unterschiedliche Kompositionen von Haushalten da nicht niederschlagen. Also sodass man hier keine Äpfel mit Birnen vergleicht, weil sich die Familienformen geändert haben. Das zeige ich Ihnen auch gleich, warum das nötig ist. Das ist ein statistischer Kniff, damit man überhaupt bedeutungsvolle Vergleiche über die Zeit machen kann. Hier ist eine weitere Art und Weise, das darzustellen. Und hier geht es um die Erwerbstätigkeit, Konstellationen und im Zeitverlauf. Wenn wir hier das erstmal auf diesen Balken, die beiden, konzentrieren, dann sehen Sie, wie sich Familienformen, deswegen muss man das alles gewichten, verändert haben. Zwischen 2006 und 2016 ist das in dieser Grafik. Und da sehen Sie, in diesem 10-Jahres-Zeitraum, der wirklich sehr kurz ist, nochmal einen deutlichen Anstieg von Familien, in denen 2 Ernährer Vollzeit arbeiten. Das sind also Familien, in denen beide Elternteile erwerbstätig sind. Das sind im Durchschnitt inzwischen knapp 20%. Und noch massiver war der Anstieg bei Familien, in denen der Vater, der Mann Vollzeit arbeitet und die Frau in Teilzeit oder in geringfügiger Beschäftigung. Und dafür, dass wir nur einen 10-Jahres-Zeitraum angucken, sind diese Veränderungen massiv. Und das sind auch Prozesse, wenn man sich andere Datenreihen anguckt, die schon ganz lange im Gang sind und die sich auch weiter fortsetzen werden. Sodass man davon ausgehen kann, dass der Anteil an Zeit, den Familien und Eltern, Erziehungspersonen in Erwerbsarbeit verbringen, anstatt zu Hause bei ihren Kindern zu sitzen, immer größer wird. Und der Zeitraum, der dann zur Verfügung steht und für die Kinder und für die Erziehung überbleibt, immer kleiner wird, weil das nicht ein Verhältniswechsel zwischen dem einen Partner und dem anderen Partner ist, sondern es muss immer mehr gearbeitet werden, damit Familien den Status und den Lebensstandard erhalten können, den sie heute haben. Was man eben auch sieht, ist, dass dieser Anteil mit dem ersten Kind besonders hoch ist. Sobald mehr Kinder da sind, geht auch die speziell Vollzeiterwerbstätigkeit runter. Und bei kinderreichen Familien ist das natürlich sowieso schwieriger zu vereinbaren. Das sieht man auch deutlich. Und hier habe ich noch ein Bild, wo es um diese atypische Beschäftigung geht. Und die ist eben auch wichtig, weil das ist die Art von Arbeit, in die Frauen in der Regel reingehen, wenn sie Kinder haben. Nachdem sie ihre eigentliche Erwerbskarriere, mit der sie mal angetreten sind, die eng verzahnt war mit ihrem eigenen Bildungsabschluss und wo sie auch ein Standing im Erwerbsleben hatten, nachdem sie die unterbrochen haben für längere Zeit, weil sie die Zeit für die Familie auch brauchten. Und hier sieht man das ganz deutlich, diese atypische Beschäftigung, das ist was junge Leute machen, wenn sie selber noch im Bildungssystem sind. Großes Thema für die Goethe-Universität wird es sein, Teilzeitstudium zu ermöglichen, weil die Leute nun mal auch erwerbstätig sein müssen. Neben dem Sein im Bildungssystem haben wir noch keine gute Figur gemacht soweit.
In den mittleren Jahren sieht man schon, das ist eine Arbeitsform, die vor allen Dingen immer Frauen betrifft. Und ich glaube, das ist eben deswegen der Fall, weil Frauen diese Arbeitsform wählen, damit sie das mit Pflegetätigkeiten und familiären Verpflichtungen kombinieren können. Und gerade in dieser Zeit, in der man von der intensiven Familienphase spricht, so zwischen 34 und 44 Jahren, sieht man, dass dieser Anteil auch besonders hoch ist. Für Männer ist das ein ganz randständiges Phänomen. Und ich sage das deswegen so deutlich, weil es Kollegen gibt, die behaupten, wir werden alle auf dem Weg ins Prekariat, weil diese Zahlen so ansteigen. Die steigen aber für Frauen an. Also Frauen sind auf dem Weg ins Prekariat. So. Und der letzte Punkt, der damit zusammenhängt, dass Frauen auf dem Weg ins Prekariat sind, sind die Familien- und Lebensformen, die sich massiv gewandelt haben. Ich habe das eben schon kurz angedeutet. Es gibt zahlenmäßig einfach viel mehr Alleinerziehende und viel mehr sogenannte Patchwork-Familien als früher. Es gibt immer weniger traditionelle Ehepaare, in denen die biologischen Eltern auch mit den biologischen Kindern in einem Haushalt leben. Und das ist, wie gesagt, nicht Schicksal. Du bist bei einer alleinerziehenden Mutter und du bist bei einem biologischen Ehepaar, sondern das sind Phasen, die durchlaufen werden im Lebenslauf. Und das sind Phasen, die dann durchlaufen werden, während Kinder Bildung erwerben. Hier zeige ich Ihnen auch mal, welche Wandlungsprozesse da eigentlich stattgefunden haben. Zum einen sieht man, auf der linken Seite sehen Sie mal Zahlen für 1996 und auf der rechten für 2015. Die sind aus dem aktuellen Familienreport, neuere Zahlen liegen dazu noch nicht vor. Da ist überhaupt der Anteil an Familien mit Kindern unter 18 Jahren, dass der geringer geworden. Es gibt weniger Familien mit Kindern. Von 9,4 Millionen auf 8 Millionen reduziert. Wenn man sich jetzt anguckt, was sind das für Familien mit Kindern unter 18 Jahren, dann sehen Sie eben, dass die Ehepaare mit Kindern von 7,6 Millionen im Jahr 1996 auf 5,5 Millionen geschrumpft sind. Das heißt, immer weniger Kinder wachsen überhaupt in einer eheähnlichen oder in einer Ehefamilie auf. Stattdessen haben sich die Lebensgemeinschaften fast verdoppelt. Oder sogar, ja, fast verdoppelt. Und wenn man sich anguckt, was das für Lebensgemeinschaften sind, dann sieht man, dass das sowohl im Bereich der gegengeschlechtlichen als auch im Bereich der gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften sich abspielt. Das heißt, sowohl homosexuelle Paare als auch heterosexuelle Paare leben jetzt doppelt so häufig mit Kindern, als das 1996 der Fall war. Und das ist auch wichtig, weil auch ich unterrichte immer so schön in diesem Gender-Bereich an der Goethe-Uni. Die Kinder, die in diesen Paaren leben, die werden nicht in diesen gleichgeschlechtlichen Paaren in der Regel gezeugt, sondern die kommen alle hier aus irgendwelchen gegengeschlechtlichen Paaren und danach aufgebrochenen Beziehungsformen. In Deutschland ist das nicht erlaubt, sich künstlich befruchten zu lassen als lesbisches Paar zum Beispiel. Und auch dahinter steckt eine Familiengeschichte, die sich eben entwickelt hat, die aufgebrochen wurde, wo Trennungen stattgefunden haben und dann wieder neue Familienformen zusammenkommen. Und das ist wichtig, das zu verstehen, weil natürlich die Idee, dass Eltern ihre Ressourcen und ihre Zeit und ihre Liebe und ihr Engagement an ihre Kinder weitergeben, ursprünglich sehr stark auf der Idee basierte, das seien die eigenen biologischen Kinder. Was aber tatsächlich der Fall ist, speziell in dieser Konstellation bei den Lebensgemeinschaften, ist, dass häufig der Vater in dieser Lebensgemeinschaft seine eigenen biologischen Kinder möglicherweise in einer ganz anderen Familie leben hat und die nur an Wochenenden sieht, während er mit anderen Kindern, die in der Regel die Mutter mit in diese Beziehung gebracht hat, tagtäglich lebt. Und auch das führt dann natürlich zu Verschiebungen im elternschaftlichen Engagement für die eigenen Kinder. Und wenn ich über eigene Kinder spreche, überlasse ich das Ihnen, ob Sie damit die eigenen biologischen Kinder meinen oder die Kinder, mit denen Sie in einem Haushalt leben. Auf jeden Fall hat das massiven Einfluss darauf, wie Eltern und Kinder Zeit verbringen und miteinander Zeit verbringen. Was wir hier nochmal sehen, ist eine andere Darstellungsweise des gleichen Trends zwischen 1996 und 2006. Und auch hier sehen Sie nochmal, dass Ehepaare mit Kindern eine schrumpfende Spezies sind. Und hier sehen Sie aber auch die interessanten Unterschiede zwischen Familien mit und ohne Migrationshintergrund. Diejenigen, die unsere Fahne der ehelichen Familie hochhalten, sind nämlich die Familien mit Migrationshintergrund. Die bringen einen hohen Anteil an verheirateten Paaren mit Kindern ein, die wir sehen, und haben einen extrem niedrigen Anteil an alleinerziehenden Personen mit Kindern. Sie sehen auch deutliche West-Ost-Unterschiede, was auch wieder impliziert, dass es regionale Disparitäten gibt in der Form, wie Kinder überhaupt auch sozioökonomisch aufwachsen.
Hier sehen Sie, dass die Scheidungsquoten, die wird gebildet, indem man die Zahl der Eheschließungen eines Jahres teilt durch die Zahl der Ehescheidungen, rückläufig sind aktuell. Und dann könnte man meinen, ach, ist doch alles gar nicht so schlimm, die Ehen, denen geht es doch gut. Das ist aber nicht wahr, weil die Scheidungsquoten rechnerisch dann immer runtergehen, wenn möglichst viele Leute heiraten. Wie stabil die Beziehung dadurch ist, wird davon erstmal überhaupt nicht in Mitleidenschaft gezogen, sondern das sehen Sie hier, nämlich die durchschnittliche Ehedauer bis zur Scheidung in Deutschland von 2007 bis 2018. Und da sehen Sie, würde ich als Professorin sozialen Wandels sagen, nischt. Die Ehedauer liegt bei ungefähr 15 Jahren im Durchschnitt. Und dahinter, hinter dieser Durchschnittszahl, stecken natürlich massive Disparitäten in der Frage, wann wirklich Ehen geschieden werden. Und wir wissen, es gibt so einen Climax, sehr wohl, wenn Kinder aus dem Haus sind, wenn die ihr Abitur gemacht haben und zum Studium gehen, dann steigen die Ehewahrscheinlichkeiten nochmal an. Aber der Anteil von Paaren, die wirklich relativ kurz nach der Eheschließung sich scheiden lassen, der ist auch extrem hoch. Und auch das sind dann wieder Schicksale und Familienverhältnisse, die in Bildungsschicksalen sich auch niederschlagen, weil das die Familien sind, die massive Veränderungen durchlaufen und wo die Kinder auch mit massiven Veränderungen umgehen müssen. Und als Soziologin würde ich auch gar nicht mal so sagen, das ist jetzt per se was Schlechtes und die Ehen müssen wieder länger stabil sein. Ich glaube, das wollen wir auf gar keinen Fall, dass Leute sich nicht trennen, besonders wenn sie unglücklich sind oder zumindest ist die Partei noch nicht so groß, die das will. Aber auf jeden Fall ist es wichtig, dass uns bewusst ist, dass diese Veränderungen Bildungsverläufe in der Form und auch in der Anzahl beeinflussen, wie das früher nicht der Fall war. Und das ist, glaube ich, wichtig, um zu verstehen, was mit diesen Partnerschaften so schwierig ist, zwischen Schulen und Familien. Wer ist denn die Familie von dem Kind, das einen Vater hat, der nicht im gleichen Haushalt wohnt, aber es ist der biologische Vater, der sich auch engagiert, aber auch einen Stiefvater hat, der möglicherweise auch engagiert ist und die Mutter ist dann auch noch erwerbstätig. Das sind einfach zentrale Fragen, denen man sich stellen muss, weil die alltagspraktisch in jedem Klassenzimmer vorkommen. Um das mal auf den Punkt zu bringen, was ich versuche zu sagen und worauf ich versuche, mit den Statistiken Ihre Aufmerksamkeit zu lenken, sind das eine ganz zentrale Herausforderung für dieses partnerschaftliche Verhältnis von Familie und Schule in der verfügbaren Zeit besteht. Zum einen ist immer weniger Zeit verfügbar, weil immer mehr Erwachsene, die sonst Bildungsaufgaben übernommen haben zu Hause, in Erwerbstätigkeit sind. Und zum anderen ist die Zeit ein Phänomen, weil Familienformen immer temporärer und hybrider werden und dadurch die Frage gar nicht mehr so eindeutig ist, wenn Vati bei den Hausaufgaben hilft, wer ist Vati eigentlich und gibt es den überhaupt? Und das ist natürlich ein zentraler Punkt, der sich in dem, wie Kinder selber das Bildungssystem erleben, niederschlägt. Und das ist das, was ich auch mit Vereinbarkeitsproblematik hier adressiere, die in der Soziologie hier auch thematisiert wird. Familien haben ein Problem, die Leistungen, die Familie ursprünglich mal leisten sollte und auch lange Zeit geleistet hat, unter den jetzigen Rahmenbedingungen so zu leisten. Gleichzeitig, da muss ich Ihnen, glaube ich, selber weniger drüber erzählen, sind die Herausforderungen an Schulen mit dem, was wir da demografischen Wandel genannt haben und mit den ganzen Anforderungen, die es da gibt, an das Bildungssystem umzugehen, auch massiv gestiegen. Und gleichzeitig haben wir Lehrerprobleme, also welche zu finden. Also es ist wirklich eine schwierige Herausforderung. Ein zweiter Aspekt, der, glaube ich, auch schon ein bisschen anklingen sollte und auf den ich gleich noch ein bisschen massiver eingehen werde, ist die Frage nach den ökonomischen und den Bildungsressourcen. Nämlich, wir haben diese massiven Bildungseffekte sozialer Herkunft, da zeige ich Ihnen gleich auch noch mal eine Grafik zu. Wir haben es aber auch zu tun mit Phänomenen wie Kinderarmut in einem Land, das eigentlich sehr reich ist und einkommensreich ist. Und ich versuche Ihnen zu erklären, warum das so ist. Und dass das nicht alles die Hartz-IV-Familien sind, die nie was anderes gemacht haben, als Hartz-IV zu beziehen, sondern dass das sehr viel damit zu tun hat, wenn Familien auseinanderbrechen. Und dass das temporäre Zustände sind, das sind aber bei Kindern temporäre Zustände, die mitten in ihren Bildungslaufbahnen stattfinden. Und es gibt nichts, was schlimmer ist für den Bildungserwerb, als arm zu sein. Genau. Und ein dritter Punkt, auf den ich heute gar nicht so intensiv eingehe. Natürlich stehen Schulen auch vor der massiven Herausforderung, wie inszenieren wir selber in Schulen eigentlich Geschlecht? Wie inszenieren Schülerinnen und Schüler Geschlecht? Es hat, glaube ich, massive Reformen gegeben, wie Bildungsmaterialien aufbereitet werden.
einfach aufgrund der Tatsache, dass dieses Vater-Mutter-Kind, das dann biologisch ist, tatsächlich auch natürlich die Vorstellung prägt von Kindern darüber, wie ihre eigene Zukunft aussehen wird. Und ich glaube, da sieht man eine deutliche Herausforderung vor dem Hintergrund dessen, was ich Ihnen erzählt habe, dass es auch in Bildungsmaterialien, die Beispiele über soziales Leben geben, aber auch Beispiele über Rollenverantwortlichkeiten, natürlich eine Aufgabe auch ist zu vermitteln, dass das Bild so nicht mehr existiert, empirisch. Ja. Das Risiko, das habe ich, glaube ich, jetzt schon mehrfach gesagt, ist, wir haben da eine hohe Latte zu stemmen, um das tatsächlich hinzubekommen, diese Bildungsziele alle zu erreichen. Und es sind Walper und Kollegen haben das ziemlich deutlich angesprochen in ihrem Aufsatz 2018, aber das klingt auch bei anderen Vertretern mit, die sich diese Schulpartnerschaften zwischen Familien und Schulen angucken. Die Überforderung ist halt ein Problem, das sehr klar ins Haus steht und mit dem man sich wirklich kritisch auseinandersetzen muss und sich fragen muss, was können Familien eigentlich realistisch leisten, was können Schulen realistisch leisten und was kann man vielleicht in der Institution statt bei den einzelnen Lehrern und Lehrerinnen, von denen wir wissen, dass die sich wirklich extremst engagieren, was kann man institutionell tun, um mit diesen Herausforderungen umzugehen, weil das, glaube ich, auf der Ebene einzelner Personen eine Überforderung sein muss. Warum haben wir diese Problematik und dieses Überforderungsszenario? Zum einen sehen wir hier die Entwicklung von Schülerinnen und Schülerzahlen nach Schularten. Wie Sie wissen, in den 70er Jahren war die Haupt- oder Volksschule die häufigste Schulform, die man hatte. Und das ist natürlich aus einer bildungspolitischen Perspektive als ein Riesenerfolg zu verbuchen, dass inzwischen das Gymnasium die häufigste Schulform ist. Hier sehen Sie die Anzahl in Tausenden von Kindern, die heutzutage das Gymnasium besuchen, die Anzahl von Kindern, die die Hauptschule besuchen und auch die Realschule ist extrem abgeschlagen in diesem Direktvergleich. Und das war natürlich ein bildungspolitisches Ziel auch. Und wir wissen auch aus der Soziologie, mehr Bildung ist gut. Was das aber auch bedeutet ist, dass eine ganze Reihe von Kindern, die jetzt hier sind, wären sie in den 70er Jahren zur Schule gegangen, möglicherweise hier oder auch hier gelandet wären. Das heißt, die Anforderungen, tatsächlich eine ganz breite Gruppe von Menschen mit unterschiedlichen Intelligenzen, aber auch diesen ganzen unterschiedlichen Hintergründen und Möglichkeiten wirklich fit zu machen auf dieser Bildungsstufe, ist eine komplett andere, gerade vor dem Hintergrund, dass es zu dieser Zeit wirklich die sozial privilegiertesten Kinder waren, die aufs Gymnasium gegangen wären, während jetzt hier eine deutliche Durchmischung auch stattfindet. Das heißt, die Heterogenität der Gruppen ist jetzt nicht nur bezogen auf, sind die Kinder klug genug, um ein hohes Bildungsniveau zu kriegen. Ich glaube, das ist noch gar nicht mal so die Frage. Aber haben die Familien, die hinter diesen Kindern stehen, genug Ressourcen im Vergleich dazu, wie es früher mal war, um das alles zu bewerkstelligen? Und das ist sicherlich eine klare Herausforderung, die man so sehen muss. Und wir sehen das ja an den Universitäten in einer ganz ähnlichen Form, wenn die Leute dann zu uns kommen ins Studium. Die Grafik hat Birgit Becker in ihrem Vortrag auch gezeigt. Die habe ich von ihr kopiert aus dem Bildungsbericht 2016 genommen, weil das, glaube ich, auch nochmal eine wichtige Message ist. Wir sprechen immer sehr stark von den schlechteren Bildungschancen von Kindern mit Migrationshintergrund und die sind auch im Durchschnitt schlechter. Das liegt aber nicht daran, dass die Kinder einen Migrationshintergrund in erster Linie haben, denn wenn, was Sie hier sehen, ist die Wahrscheinlichkeit, eine dieser Schulformen zu erreichen für ein Kind, deren Eltern einen niedrigen, einen mittleren oder einen hohen sozioökonomischen Status haben. Und das sehen Sie ja einmal getrennt für Kinder ohne Migrationshintergrund und für Kinder mit Migrationshintergrund. Und da sehen Sie, dass wenn die Eltern einen hohen sozioökonomischen Status haben, und das ist ein soziologisches Konstrukt, das ist die Kombination aus Bildung, Einkommen und Berufsprestige, dann sieht man, dass die eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit haben, selber das Gymnasium zu erreichen. 68% für Kinder ohne Migrationshintergrund und 64% für Kinder mit Migrationshintergrund. Der Unterschied ist minimal. Gleichenfalls ist es so, dass wenn Kinder aus einer Familie mit einem niedrigen sozioökonomischen Status kommen, wo die Eltern eine geringe Bildung haben und Berufe mit einem geringen beruflichen Prestige und einem geringen Einkommen ausüben, dann
ist die Wahrscheinlichkeit, also dann erreichen nur 14% aus dieser Gruppe das Gymnasium und 15% aus der Gruppe von Kindern mit Migrationshintergrund. Sie sehen, dass hier die deutlichsten Disparitäten sind. Die Disparitäten liegen nicht zwischen Kindern mit und ohne Migrationshintergrund, sondern in dem wichtigen Einfluss, den sozioökonomische Ressourcen spielen, dafür, dass Kindern Bildungserfolg hat. Und ich weiß jetzt, weil ich bei Birgit Beckers Vortrag saß, die ja eigentlich Expertin für diese Dinge ist, wir wissen gar nicht ganz genau, warum das so ist. Ich glaube aber, dass die grundlegenden Aspekte, die wir hier angesprochen haben, Teil des Rätsels Lösung sein können. Nämlich, dass sozioökonomischer Status nicht nur bedeutet, gehe ich mit meinem Kind sonntags ins Museum und lerne das mit 3 schon Japanisch, sondern dass es um viel grundlegendere Ungleichheiten geht, von denen die Kinder in unterschiedlichem Umfang betroffen sind und wo sie unterschiedlichen Risiken ausgesetzt sind, basierend auf dem sozioökonomischen Status. Und hier sehen Sie diese These von der Überforderung der Familie nochmal dargestellt in Zahlen. Hier wurden Eltern mit schulpflichtigen Kindern und einem jüngsten Kind zwischen 6 und 13 Jahren befragt über Vereinbarkeitsproblematiken. Und das ist getrennt dargestellt für Männer und Frauen. Die grauen Balken sind für die Väter und die gelben für die Mütter. Und da werden Fragen wie, es ist nicht möglich, dass mein Partner und ich beide Vollzeit arbeiten, von über 50% der Vätern bejaht. Bei den Frauen liegt die Zustimmung geringer, aber auch nicht unerheblich hoch. Ich habe oft das Gefühl, dass mir zu wenig Zeit für meine Kinder bleibt. Das zentrale Thema, über das wir hier gesprochen haben, finden über 50% der Väter, das sind die, die in der Regel die Vollzeiterwerbstätigkeit aufrechterhalten. Und selbst bei den Müttern, die ihre Karrieren sozusagen ruinieren, wenn sie mal eine hatten, damit es den Kindern gut geht, von denen sagen das 40% der Mütter. Mein Partner und ich haben zu wenig Zeit füreinander. Auch kein ganz tolles Rezept, wenn man denkt, familiale Stabilität wäre was Gutes für Kinder im Bildungssystem. Wenn die Partnerschaft nicht läuft, gehen Beziehungen kaputt. Beziehungen sind überfordert. Es bleibt kaum noch Zeit für mich. Und das ist jetzt auch noch mal interessant anzugucken, denn da dreht sich jetzt so dieser Geschlechtereffekt um. In den oberen 3 Kategorien waren die Männer irgendwie leidensbewusster als die Frauen. Da, wo es um die Zeit für sich selber geht, um die Karriereentwicklung, da sind die Frauen diejenigen, die sagen, das ist tatsächlich ein Problem. Und ich denke, das ist ein ganz eindrückliches Beispiel dafür, wie überfordert sich Familien tatsächlich fühlen, was das mit Familienleben macht. Denn wenn ich keine Zeit habe für mein Kind und für meinen Partner, dann ist das nicht gut. Und das spielt natürlich auch eine Rolle dafür, welche Ressourcen übrig bleiben für sowas wie eine Bildungspartnerschaft und für das Geben eigener Ressourcen in den Bildungsverlauf meiner Kinder. So, was steckt jetzt hinter diesem interessanten Gender Gap? Das wird Ihnen im Wesentlichen bekannt sein, aber ich denke, das ist immer heilsam, sich die nackten Zahlen da nochmal zu vergegenwärtigen. Was ich Ihnen hier mitgebracht habe, ist eine ganz lange Reihe von 1900 bis 2016 zum Anstieg der Frauenerwerbsquoten. Und was Sie hier sehen, das ist jetzt exemplarisch für Deutschland und andere Länder. Deutschland ist da der grüne Strich, wobei mir gerade einfällt, dass Leute, die farbblind sind, da Probleme haben. Also das hier wäre Deutschland. Was Sie sehen, dass egal welche Länder man sich eigentlich anguckt, da massive Anstiege stattgefunden haben. Während wir in den 80er Jahren noch über Erwerbstätigkeit von Frauen ja oder nein sprachen, sprechen wir jetzt, die sind alle erwerbstätig, fast die ganze Zeit, aber überwiegend geringfügig. Und hier sehen Sie, was dann im Haushalt passiert. Das ist die Zeit, hier dargestellt in durchschnittlichen Minuten für Routinehaushaltstätigkeiten und wie sich die verändert hat zwischen 1961 und 2011. Und dieser obere, dieser grüne Bereich, das sind ganz viele Länder der Welt und Deutschland sind die mit dem Kringel, die Zeitverwendungsdaten, wie sich die Zeit, die Frauen in Routinehaushaltstätigkeiten verbracht haben, minimal runtergegangen ist, also oder radikal runtergegangen ist, kann man sagen. Von, ich habe mir das hier nochmal dargestellt, weil die Minutendarstellung nicht so schön ist, von über 4 Stunden in den 60er Jahren zu etwa 2,5 Stunden hier in diesem Bereich über die Zeit. Und Sie sehen, das ist auch ein Trend, wobei der hier sehr konstruiert wird mit sehr vielen Ländern und wenigen Länderpunkten. Und Sie sehen auch, und das ist auch eine wichtige Message zu machen, unten sehen Sie die Zahlen für die Zeit, die Männer in unbezahlter Hausarbeit verbringen. Und da sehen Sie, die ist durchaus angestiegen, hat sich in vielen Ländern verdoppelt oder verdreifacht. Aber während sich hier was halbiert auf einem Stundenniveau, verdoppelt sich hier was auf einem Minutenniveau. Für Deutschland von 15 Minuten täglich auf 30 Minuten täglich. Ich will das nicht kleinreden, weil
Tag, der nur 24 Stunden hat, den muss man auch irgendwie einteilen. Aber das führt natürlich auch dazu, dass es zu Überforderungen kommt, weil viel weniger Zeit für Hausarbeit übrig ist, weil alle im Erwerbsleben stehen. Und wir sehen eben auch, es sind die Frauen, die die größten Veränderungen durchlaufen und die Männer nicht. Und für Deutschland sieht man sogar noch diesen interessanten Fakt, das ist noch nicht mal ein einseitiger Trend, der immer nur in die gleiche Richtung geht, sondern die Zeitverwendungsdaten, die hier für Deutschland da waren, zeigen, das knickt sogar in der letzten Rechnung wieder ab. Da würde ich jetzt nicht zu viel Interpretationsspielraum drauflegen, aber man sieht, dass da keinesfalls irgendwie eine Ausbalancierung der unbezahlten Tätigkeiten zu Hause stattgefunden hat, die es in irgendeiner Weise ermöglichen würde, zu kompensieren, wie viele Leute in Erwerbsarbeit verbringen, wie viel Zeit. Das heißt, wir sprechen eigentlich von sehr, sehr viel bleibender und neu entstehender Ungleichheit trotz massivstem sozialen Wandel und auch massivstem sozialen Wandel, der durchaus politisch und auch von vielen gebildeten Leuten normativ als begrüßungswerter Wandel gesehen wird. Wir haben gesehen, dass es nach wie vor ganz deutliche Effekte der sozialen Herkunft auf Bildungserfolge gibt, trotz der massiven Bildungsexpansion, die wir gesehen haben. Und diese Effekte sind insgesamt schwächer geworden. Dazu zeige ich Ihnen jetzt gerade keine Grafik, aber die sind immer noch sehr groß, wie Sie gesehen haben. Dann sehen wir, dass dieser massive Anstieg von Frauenerwerbsquoten seit Mitte des 20. Jahrhunderts mit einem sehr geringfügigen Anstieg der Beteiligung von Männern bei unbezahlten und Pflegearbeiten zu verbuchen ist. Ich habe Ihnen jetzt eben die Daten für die Hausarbeit gegeben, aber wenn Sie sich die Zahlen für die Kinderbetreuung mal angucken wollen, da habe ich Ihnen auch wieder Deutschland eingekringelt. Das ist eine ähnliche Berechnung hier von 1970 bis 2010 für verschiedene Länder. Da sehen Sie die durchschnittlichen Minuten in Routinehausarbeit und Kinderbetreuung, die Männer in diesen familienintensiven Jahren und mit einem Kind unter 5 Jahren verbringen. Und auch hier hat sich in Deutschland moderat was getan. Väter verbringen mehr Zeit mit ihren Kindern. In manchen Ländern ist der Anstieg wirklich viel rasanter auch noch zu verzeichnen. Was aber wichtig ist, das sieht man in dieser Grafik nicht, das ist vor allen Dingen Zeit, die verbracht wird von Vätern, die mit ihren Kindern im gleichen Haushalt leben. Von Vätern, die in einer intakten Familie mit ihren Kindern interagieren. Sobald Familien kaputt sind, haben die Kinder viel weniger von ihren Vätern als früher. Und zwar nicht nur als früher, als Vati noch da war, sondern 2019 Vergleich mit 1960. Und das ist auch ein wichtiger Faktor. Wir sehen das ja häufig, dass es Diskussionen gibt im Scheidungsfall, Unterhaltsrecht, dass Probleme bestehen, A, für Väter in Kontakt zu den Kindern zu halten, aber natürlich auch, dass Ressourcen nicht freiwillig an die Kinder abgegeben werden, wie es gesetzlich vorgesehen wäre. Und das ist ja nur die Spitze des Eisbergs dessen, was überhaupt passiert in der Interaktion von biologischen Vätern und ihren leiblichen Kindern. Und hier sehen Sie das nochmal dargestellt für die Zeitverwendung im Haushalt. Das ist jetzt eine aktuelle Statistik und da sehen Sie, dass Frauen wochentags circa 5 Stunden 45 Minuten in Erwerbsarbeit verbringen, Männer 8,5 Stunden, Frauen ungefähr 2 Stunden für die Kinder an Zeit verbringen und Väter 0,8 Stunden, dass Frauen den ganz großen Teil der Hausarbeit nach wie vor schultern unter der Woche und auch Väter hier sehr wenig machen. Und dass Familien schon versuchen, diese Zeit, die wegbricht für Kinder, an den Wochenenden zu kompensieren. Das sieht man nicht nur aus dieser Statistik, sondern aus anderen auch. Aber das steht natürlich zu keinem Verhältnis zu dem, was wochentags, nämlich dann, wenn Schule ist, eigentlich alles anfallen würde, wenn man sich die Zeit nehmen könnte. Und hier sehen Sie nochmal, wie Deutschland im internationalen Vergleich dasteht, trotz seiner super tollen ökonomischen Lage, was diese Vereinbarkeitsproblematik angeht. Und hier haben wir eine Studie, an der ich auch beteiligt war, die Daten des European Social Surveys mal ausgewertet, bezogen auf die Frage, wie hoch Familien mit Kindern ihren Work-to-Family-Konflikt, also das Eingreifen von Arbeitsverpflichtungen in den Familienalltag einschätzen und wie hoch und problematisch sie eigentlich den Family-to-Work-Konflikt einschätzen, also inwiefern das Familiehaben einen daran hindert, im Erwerbsleben seine Rolle adäquat auszuführen. Und was Sie hier sehen, ist, dass in allen Ländern dieser Einfluss, den das Erwerbsleben auf das Familienleben hat, viel stärker gesehen wird als umgekehrt der Einfluss, den die Familie auf das Erwerbsleben hat. Und das liegt natürlich daran, dass in den Familien
Adaptionsprozesse stattfinden, um diesen Familien- aufs Erwerbsleben-Konflikt auszugleichen. Und das heißt, in der Regel ein Partner, in der Regel die Partnerin, reduziert Erwerbstätigkeit, damit dieser Konflikt in der gesamten Familie nicht mehr sehr stark auftritt oder nicht mehr so stark auftritt. Und wir sehen auch, dass das reiche und rühmlich dastehende Deutschland unter den Hochkonfliktländern steht, obwohl so viel Geld vom Wohlfahrtsstaat ausgegeben wird, um Rahmenbedingungen für Familien zu schaffen. Also wir stehen hier, okay, neben Frankreich, die haben aber auch echt viele Kinder. Und dann stehen wir neben den osteuropäischen Ländern, die gar keine Ressourcen zu verteilen haben für Familie. So, wir sehen also, es gibt weiterhin Geschlechterungleichheiten im Haushalt und am Arbeitsmarkt. Und es gibt eine Vereinbarkeitsproblematik und Überforderung, die sich in Familien aktuell abzeichnet und die natürlich den Bildungszielen entgegensteht, die das erschwert macht, diese Bildungsziele zu erreichen. Wenn man sich jetzt das Ganze, und das ist der abschließende Teil, ich hoffe, ich habe überhaupt noch so viel Zeit, jetzt nicht in diesen statischen Betrachtungen anguckt, sondern wie sich das in den Lebensverläufen von Menschen darstellt, kriegt man noch ein viel besseres Verständnis dafür, wie da eigentlich die eine Statistik in die andere greift, wenn wir uns angucken, wie betrifft das eigentlich Individuen über ihren Lebensverlauf hinweg. Und was wir da sehen, und das ist ganz wichtig, auch weil es immer die Idee, die Männer machen nichts und ändern sich nichts, in ein anderes Licht rückt. Es ist durchaus so, dass in jüngeren Paaren und in Paaren, die sich gerade bilden, wo man sich gerade kennengelernt hat, zusammenzieht, eine Ehe schließt, die Arbeitsteilung recht egalitär ist. Da sind Frauen und Männer in etwa gleichem Umfang erwerbstätig und teilen sich auch die Hausarbeit zu etwa gleichen Teilen. Das sind sehr wenige Paare, die diese traditionelle Rollenteilung fahren. Aber, und das ist wichtig und das kumuliert sich dann in den Statistiken, die ich Ihnen gezeigt habe, die Arbeitsteilung wird im Lebensverlauf traditioneller. Und zwar massiv. Mit der Geburt des ersten Kindes. Hier zeige ich Ihnen mal so einen Verlauf. Das ist das Bamberger Ehepaarpanel. Da haben wir eine Heiratskohorte in den 80er Jahren, die sich gegründet hat, über 14 Jahre verfolgt und geguckt, wie die ihre Hausarbeit aufteilen. Und der grüne Balken ist eine egalitäre Arbeitsteilung, das heißt, wo die Hausarbeiten 50-50 gemacht werden von Mann und Frau. Und dieser gestreifte Balken, das sind die stark traditionellen Paare, die wirklich eine Rollenteilung fahren, wo der Mann so gut wie gar nichts im Haushalt macht und die Frau so gut wie alles. Und Sie sehen, selbst für eine Eheschließungskohorte in den 80ern lag der Prozentsatz schon bei 43,6%. Also fast die Hälfte aller Paare hatte eine eher egalitäre Arbeitsteilung zur Eheschließung. Und die gleichen Paare, und zwar auch korrigiert um Scheidungen und Selektivitäten, verfallen zunehmend auf eine traditionelle Arbeitsteilung. Der Anteil der egalitären Paare wird immer kleiner und der Anteil der stark traditionellen Paare wird immer höher im Zeitverlauf. Das sind ein und dieselben Menschen, denen wir über den Lebensverlauf gefolgt sind. Und das ist wichtig, um das zu verstehen, weil das eben diesem Argument entgegenwirkt, Männer wollen nicht und machen auch nicht. Nein, es gibt offensichtlich Umstände, die dazu führen, dass diese Arbeitsteilungen eingeschlagen werden. Und wie ich schon lauten ließ. Elternschaft ist der absolute Dreh- und Angelpunkt, an dem das sowohl auf dem Arbeitsmarkt als auch im Haushalt kippt. Und zwar massiv. Das heißt, mit der Geburt des ersten Kindes wird aus diesen egalitären Paaren ein Paar, was in eine Richtung driftet, die immer traditioneller wird, sowohl was Erwerbstätigkeit angeht, als auch was den Haushalt angeht. Und hier habe ich Ihnen das mal in einer Grafik gezeigt, die ist nicht wissenschaftlich, aber die bringt das so schön auf den Punkt, was passiert. Sie sehen hier die Lebensverläufe und Einkommensverläufe einer prototypischen Frau und eines prototypischen Mannes. Die Kurve für die Frau ist natürlich rot und die Kurve für den Mann ist blau. Und diese Grafik, das will ich Ihnen nicht vorenthalten, die war in einem Finanzmagazin, das eigentlich hier junge, aufstrebende Karrierefrauen dazu bringen soll, schön vorzusorgen und in diese Fonds zu investieren, damit sie hier in Zeiten, wo es nicht so läuft mit dem Einkommen, ausgesorgt haben. Und was wichtig ist, und genau das zeigen soziologische, empirische Studien, die auf richtigen Daten basieren, in jungen Jahren, bis zum Alter von so 29, 30 Jahren, haben Männer und Frauen ganz ähnliche Einkommensverläufe. Es gibt Disparitäten, die sind aber sehr klein. Und es ist mit dem Übergang zum ersten Kind, dass die Erwerbsverlaufskurve
des Mannes komplett unbeeinflusst davon wird, ob der dann Kinder hat oder nicht, während die Frau erstmal zu Hause bleibt. Und das ist eine progressive, hochgebildete Frau, weil wenn das eine Arbeiterfrau wäre, wäre die jetzt erstmal 3 Jahre weg. In diesem Beispiel ist sie aber nur ganz kurz weg, dann steigt die in Teilzeit wieder ein, kriegt das zweite Kind, was normativ ein hoher Anspruch ist in Deutschland, und steigt dann wieder ewig in Teilzeit ein, bis sie dann, wenn die Kinder schön aus dem Haus sind, irgendwann nochmal einen zweiten Anlauf nimmt, um ihr Einkommen und ihre eigene Karriere noch auszuliefern. Was aber wichtig ist und was man verstehen muss, ist, so wie unser Wohlfahrtsstaat funktioniert, erwerben Frauen in dieser Phase, selbst wenn man diese Kindererziehungszeiten anrechnet, nur minimale Rentenpunkte, minimalen Anspruch auf die sozialen Leistungen, an denen wir eigentlich in diesem Land partizipieren, weil die alle an Erwerbstätigkeit gekoppelt sind und eine Vollzeiterwerbstätigkeit dafür normativ ist. Und das bedeutet, dass das Risiko, das mit der Familiengründung eingegangen wird, ganz ungleich verteilt wird. Jetzt muss man dazu sagen, dass natürlich der deutsche Wohlfahrtsstaat, als er gegründet wurde, davon ausging, dass diese prototypische Frau mit diesem prototypischen Mann glücklich verliebt und verheiratet und wunderbar zufrieden lebt, bis er hier den Abgang macht und die sich die Ressourcen teilen. Und das ist halt absolut nicht der Fall. Wir wissen, wenn wir die Scheidungszahlen nach 14 Jahren zugrunde legen, wir sagen, die heiraten jetzt mal traditionell, bevor das erste Kind kommt, und dann rechnen wir mal 14 Jahre drauf, bis die Krise kommt und die Scheidung, dann sehen Sie, das ist genau, wenn die Frauen ihre Karriere ruiniert haben, das ist genau, wenn die Kinder klein und abhängig sind, dass im statistischen Durchschnitt diese Ehen auseinanderbrechen. Und raten Sie mal, wo die Kinder bleiben, und raten Sie mal, wie das Einkommen verteilt wird. Und das ist das, was wir hinter den Statistiken über Alleinerziehende sehen. Das ist das, was wir hinter den Effekten von sozioökonomischem Status auf Bildungserfolge sehen. Und hier zeige ich Ihnen eine letzte Grafik, wo man das nochmal sieht. Wir haben hier in einem Forschungsprojekt mit super fancy Längsschnittdaten von der Bundesagentur für Arbeit mal ausgerechnet, was passiert eigentlich mit Frauen, die im Erwerbsleben stehen zum Zeitpunkt der Schwangerschaft, das heißt, sie sind erwerbstätig. Die bekommen in dieser Grafik zu diesem Zeitpunkt an Punkt 0 das erste Kind. Und dann gucken wir, wie lange das dauert, nachdem dieses Kind einfach geboren wurde. Die haben noch ihren Job hier, die sind nicht entlassen oder schon in irgendwas. Die gehen dann höchstens in Mutterschutz und dann in Elternzeit. Wie lange das dauert, bis sie den Lohn, den sie zu dem Zeitpunkt hatten, egal ob der hoch oder niedrig war, wieder erreicht haben. Und wir folgen diesen Frauen hier 10 Jahre lang. Und was Sie sehen ist, dass Frauen in Westdeutschland in diesen 10 Jahren, also je steiler die Kurve verläuft, umso mehr aus dieser Gruppe schaffen es, ihren vorherigen Lohn zu erreichen. Und Sie sehen, in Ostdeutschland ist das immerhin nach 4 Jahren bei so ungefähr 50% der Fall. Die schaffen das in Westdeutschland, ja, sehr wenige. Und das Gleiche kann man natürlich aus einer sozialstaatlichen Logik auch nochmal überlegen für die Frage, wie lange dauert das denn, bis sie ihre Armutsgrenze wenigstens erreicht haben, dass sie nicht vom Sozialstaat abhängig wären und in Hartz IV fallen würden. Und wenn man das danach aufsplittet, dann ist die Frage, welche Steuergrenzen legt man da zugrunde. Wenn man wirklich das Sozialexistenzminimum zugrunde legt für diese Berechnung, dann sieht man, dass auch in Westdeutschland ein massiv kleiner Anteil von Frauen das schafft, innerhalb von einem 10-Jahres-Zeitraum überhaupt aus dem Existenzminimum rauszukommen im Durchschnitt. Und in Ostdeutschland erschaffen das sehr viel mehr Frauen. Das habe ich jetzt nur noch mal als so kleine Erinnerung, Erziehungspartnerschaft und Bildungspartnerschaft aufgelegt. Die Leitlinien und was Sie im Kopf haben und was sicherlich richtig und gut ist und die Realitäten, die wir eigentlich sehen, wenn wir uns Familien angucken und Bildungsverläufe angucken, dass da ein wirkliches Spannungsverhältnis ist. Und um das Fazit auf den Punkt zu bringen, offensichtlich gibt es da ein Spannungsverhältnis, das ist begründet in der Zeitknappheit, die wir haben, und in der Ressourcenknappheit, die offensichtlich da ist für Kinder während ihres Bildungsverlaufs. Es gibt einen deutlichen Einfluss dieser Familien- und Lebensverhältnisse auf die Bildungserfolge von Kindern. Und ich habe versucht, so ein bisschen Ihnen meine 5 Cent mitzugeben, woran das unter anderem liegen könnte. Und 81% der westdeutschen Mütter erreichen ihr vorheriges Einkommen nicht in dem Zeitraum, in dem wir sie beobachten konnten. Das heißt, sie knüpfen, egal wo sie standen auf der Hierarchieleiter, im Durchschnitt nicht wieder da an, wo sie jemals waren als junge Frauen, bevor sie Mutter wurden. Das bedeutet, dass in Familien Frauen eine finanzielle Abhängigkeit eingehen vom Partner in der Regel, sonst würden sie das nicht machen. Wenn der Partner weg ist vom Staat,
das heißt Hartz IV heutzutage, oder im Alter abhängig sind von den Kindern. Und das bedeutet natürlich auch, wenn Elternschaft eben nicht nur kurzzeitig, sondern auch langfristig zu so stark eingeschränkten Erwerbstätigkeiten führt von Erwachsenen, dann hat das natürlich Implikationen für die Bildungschancen von Kindern, weil Familien einfach temporär sind und nicht mehr die ganze Kindheit hindurch stabil sind. Damit schließe ich und danke für Ihre Aufmerksamkeit.